Herr Schulze-Wechsels, was gibt es für Hauptaufgaben für den Vertrieb im Jahr 2011? Also es ist ja immer die gleiche Aufgabe, den Kunden besuchen. Ja? Das ist die Frage eben, was tue ich beim Kunden? Das Erste, was ich machen würde als Vertrieb, ist, ich würde meinen Kunden, falls ich noch nicht an jeder Stelle gemacht habe, abholen, da wo es Probleme gibt. Sollte es irgendwie so sein, dass da was umgekehrt ist, dann muss er die Emittenten oder uns als Pools und Plattformen fordern, dass wir diese Informationen besorgen, die der Kunde braucht, um einfach erstmal ein grundsätzliches Wohlfühlgefühl herzustellen. Und ich glaube, auf der Basis kann er dann mit den Produktangeboten, die wir haben, ich finde die Produkte im Moment so kundenorientiert, wie sie lange nicht mehr waren, und in den Kostenstrukturen so genial aufgestellt, dass sie nur gewinnen können, dann Produkte nehmen, die diese Qualitäten, die man im Grundsatz immer anlegen sollte, Leistungsbilanz, gute Fachkompetenz, gutes Management, nehmen und dem Kunden auch wieder anbieten. Und unsere Erfahrung ist von Vertriebspartnern, die das tun, dass die auch Erfolg haben. Also wirklich auch zum Zuge kommen. Aber die erste Pflicht ist Kunde abholen und die zweite Pflicht ist dann mit ihm drüber reden, dass er was Gutes Neues braucht. Herzlichen Dank.